Ja, grüß Gott, meine sehr geehrten Damen und Herren, heute an diesem sonnigen Mittwochnachmittag, endlich einmal ist der Sommer in Linz in Österreich eingekehrt, wenn schon nicht im Mai, dann wahrscheinlich im Juni. Ja, heute ist eine neue Werbung rausgekommen, normal kommen nur diese Alben am Freitag raus, aber ich denke mal, wegen einem verlängerten Wochenende ist heute schon die neue Werbung draußen, sie handelt vom Shakespeare. Da gibt es ja mittlerweile in Linz schon drei Werbungen. Die erste war so schwarz, die zweite war weiß, die dritte ist jetzt mittlerweile die bunteste Werbung, die es in Linz gibt, auf der Straßenbahnnummer 63 oben. Ja, und sie repräsentiert eine Ausstellung, die 10 Tage man sich dann in Linz anschauen kann, von 16. bis 26.06. Ja, und es wird auch wieder für Kunstliebhaber einiges dabei sein. Da steht er zum Beispiel auch für junges Publikum. Ja, sie ist in den Farben rosa, gelb und grün und auch ein bisschen schwarz durchzogen. Die letzten beiden Werbungen waren also weiß und auch schwarz war die erste auf die Nummer 81 gekommen und die Nummer 74 hat er auch dann noch seine Shakespeare-Werbung oben gehabt. Jedenfalls, diese fährt erst seit heute durch Linz, ist am Montag erst neu beklebt worden und jetzt zwei Tage später fährt sie schon durch Linz. Wie lange? Also sicher mal bis zum 26.06., vielleicht bis Ende Juni, vielleicht dann noch wegen dem Juli eine. Schauen wir mal. Aber dabei kann man sehr gut jetzt in die schönen Tage von draußen beobachten. So, ja, so schaut es halt eben aus. Ja, ich hoffe, euch geht es allen gut. Jetzt kann man ja wieder ins Parkbuch gehen und auch solche Sachen machen. Nutzt das Haus im Sommer. Von den Linzerinnen gibt es eigentlich konkret nichts Neues. Außer, dass jetzt schon 30 neue Hybridbusse da sind und 30 alte Erdgasbusse verkauft worden sind und von einem kleinen Solo-Bussen tut es ja auch schon ganz schön viel, da sind auch schon mehr als die Hälfte verkauft, also 7 und 7 neue zugekauft, also es geht Schlag auf Schlag, bis 2024 soll das alles erneuert werden. Ja, dabei rennt es recht gut in Linz. Na gut, das war's hier schon wieder von der neuen Werbung mit der Straßenbahn Nummer 63. Dann sage ich schon wieder Servus, genießt den schönen Tag heute noch und bis zum nächsten Mal.